Der tote Lord, ein Hörspiel von Philipp Hahn. Erzähler Bodo Giesner. Kommissar Little liebte das satte Grün der Wiesen und Wälder, die kleinen, liebevoll gepflegten Häuschen und den Hauch des Ursprünglichen über der Landschaft Nordenglands. Und so genoss er auch jetzt die Aussicht von seinem Abteil in der ersten Klasse aus. Auch wenn der Anlass seiner Reise, wie so oft in seinem Beruf, nicht der schönste war. Na, mal schauen, was mich da erwartet. Kollegen holten den Kommissar aus London vom Bahnhof ab und fuhren mit ihm zu einem der großen viktorianischen Landhäuser, wo er ihnen bei der Lösung eines kniffligen Falles helfen sollte. Sie fuhren eine breite Auffahrt hinauf und hielten direkt vor einem Treppenabsatz mit dem großen steinernen Türbogen. Da wären wir. Der Landsitz von Lord Lancashire. Der Kommissar zog an der alten, aber noch immer funktionierenden Klingel, worauf die Haushälterin Miss Sally in der typisch schwarz-weißen Dienstbotenkleidung beflissen die Tür öffnete. Oh, guten Tag. Sie müssen der Kommissar aus London sein. Ja, ich bin Kommissar Littleton und das ist mein Kollege Detektiv Watson. Kommen Sie rein. Ich werde Sie sofort zum Ort des Geschehens geleiten. Folgen Sie mir bitte. Ohne ein weiteres Wort huschte die Zarte in ihrer Trauer fast zerbrechlich wirkende Mitfünfzigerin vor dem Kommissar her in Richtung des Lesezimmers vorbei an einer großen Papageienfamilie. In dem geschmackvoll eingerichteten Zimmer fand Littleton den Hausherrn Lord Peter Kingston Lancashire. Er saß in seinem antiken Ohrensessel vor dem noch immer glimmenden Kamin. In seiner Brust steckte ein circa 30 cm langer Pfeil. Ha, sehen Sie nur, Watson, ein Jagdpfeil steckt tief in seiner Brust. Das Blut hat bereits das Polster durchdrängt, sodass sich am Boden schon eine kleine Lache gebildet hat. Ja, aber sonst scheint er komplett unversehrt. Und es lassen sich auch sonst keinerlei Spuren entdecken. Er ist weder gefesselt noch anderweitig im Sessel fixiert. Auch ist ihm in keiner anderen Weise Gewalt angetan worden. Man könnte fast meinen, er wurde im Schlaf erschossen. Penibel notierte der Kommissar diese Möglichkeit in sein Notizbuch. Neben dem Sessel lag eine kaputte Papiertüte. Der Kommissar nahm einen Kugelschreiber und hob sie damit hoch. Was haben wir denn hier? Sie ist sauer und leer. Etwas Verdächtiges konnte er an der Tüte jedoch nicht finden und so legte er sie sorgsam an ihren Platz zurück. Wer hat ihn denn gefunden? Wandte sich der Kommissar an die Haushälterin, während er seine Blicke im Zimmer schweifen ließ. Ich selbst, als ich das Zimmer lüften wollte. Der Kommissar nickte schweigend und sah sich weiter im Raum um. Neben dem Fenster stand eine Konstruktion, auf der eine Armbrust fixiert war, die genau auf den Lord zeigte. Von hier aus ist er also erschossen worden. Mit kritischem Blick musterte er den Griff der Armbrust. Das Holz war viel zu rau, um hier brauchbare Fingerabdrücke zu finden. Schade. Das hätte seinen Auftrag wahrscheinlich sehr vereinfacht. Erst jetzt fielen Littleton einige Krümel am Fuß der Haltekonstruktion auf.
Misstrauisch stocherte er mit seinem Kugelschreiber in den Krümeln herum. Das scheinen Reste von einem sehr festen Biskuit zu sein. Hm. Ob er am Fenster einen gegessen hat? Oder vielleicht hat er auch den Papageien damit gefüttert. Littleton zuckte mit den Schultern und notierte etwas von ominösen Krümeln bei der Tatwaffe in seinem Notizbuch. Dann wandte er sich wieder Miss Sally zu. Wer lebte noch in diesem Haus, Miss Sally? Fragte er seinen Kugelschreiber wieder zückend. Der Herr lebt schon eine geraume Weile allein. Ich selbst komme nur an 2 Tagen in der Woche, um das Haus in Ordnung und sauber zu halten und die Wäsche des gnädigen Herrn zu waschen. Ach ja, und einmal in der Woche kümmert sich der Gärtner um den Garten. Nur letzte Woche war er nicht da gewesen, da er mit Lord Kingston einen kleinen Streit gehabt hat. Ich selbst bin vor 3 Tagen das letzte Mal im Haus gewesen. Da war der Lord noch etwas missgestimmt, aber definitiv noch sehr lebendig. Und dann habe ich ihm am heutigen Morgen im Lesezimmer... Sie zeigte mit zitternder Hand auf den Toten. ...so vorgefunden. Hat der Lord denn gar keine Freunde gehabt, Miss Sally? Früher hat der gnädige Herr oft Empfänge und rauschende Feste gegeben. Aber mit zunehmendem Alter ist er... nun ja, etwas seltsam geworden. Mit der Zeit hat er sich lieber mit Tieren als mit Menschen umgeben. Die seien weder geldgierig noch falsch. Und schon gar nicht bösartig, hat er mich immer gelehrt, wenn ich ihn drauf ansprach. Ja, den Papagei habe ich schon gesehen. Ja, und dann gibt es da noch einen Affen. Der hat vom gnädigen Herrn erlesene Kleider bekommen, in denen er durch das ganze Haus turnen durfte. Das gute Geschirr. Ich habe einige Stücke wegen dieses Tieres gelassen. Aber der Herr... hat das Tier eben sehr geliebt und ihm alles verziehen. Dann ist er noch ein 3-beiniger Hund, den der gnädige Herr aus einem Tierheim geholt hat. Und eine Katze hat der Lord wohl auch noch gehabt, stellte der Kommissar Littleton fest, als er sich im Zimmer umsah. Eine grau getigerte mit einem roten Halsband, einem goldenen Glöckchen und einer langen Schnur daran. Tatsächlich hat der Herr eine solche Katze. Woher wissen Sie das? Nun, die kleine Samtpfote ist gerade zur Tür reingeschlichen. Oh ja, der Katze hat der gnädige Herr in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit gewidmet. Sie hat im Lesezimmer oft auf seinem Schoß geschlafen, während er in eines seiner Bücher vertieft gewesen ist. Das mit der Schnur und dem Glöckchen ist allerdings recht seltsam gewesen. Die hat er der Katze erst seit 4 Wochen umgebunden. Aber gut... der gnädige Herr hat so manche Absonderlichkeiten gehabt. Da ist diese noch eine der wirklich kleinen. Der Kommissar horchte auf. Welche Absonderlichkeiten sind das, von denen Sie da sprechen? Nun ja, zum Beispiel hat der Herr niemals das Loch im Zaun reparieren lassen. Dabei war er sehr reich und hätte sich das ohne Probleme leisten können. Nein, er hat lieber den Streit mit den Nachbarn ausgefochten, wenn der Hund mal wieder sein Geschäft in den Garten verrichtet hatte. Da hat es oft böses Blut gegeben. Fein säuberlich notierte Kommissar Littleton Miss Sallys Angaben und entließ die völlig aufgelöste Frau anschließend, damit sie sich etwas erholen konnte. Das wird hier nur gespielt. Ob es der Gärtner war? Es ist nie der Gärtner, Watson. Der Kommissar verschob seine Pause und begab sich umgehend zu den umliegenden Nachbarn. Zuerst läutete er an einem Schmuckenhäuschen aus der Empire-Zeit. Eine stilvoll gekleidete Dame um die 50 öffnete ihm. Ihr Gesicht verdunkelte sich, als Littleton sich vorstellte. Guten Tag, ich bin Kommissar Littleton und das ist mein Kollege Watson. Wir ermitteln im Fall des Lords von Lancashire. Was hat der alte Kauz jetzt schon wieder angestellt? Fragte die Dame mit dem klangvollen Namen Selma Barnaby. Der alte Kauz ist tot. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein.
Ich habe mich ja oft über ihn und vor allem über die, entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise, räudige Katze geärgert. Immer wieder hat sie meinen kleinen Baxter verrückt gemacht, sodass er den ganzen Tag vor Schreck gebellt hat. Aber tot? Nein, tot habe ich den alten Herrn dann doch nicht sehen wollen. Aber mehr kann ich Ihnen auch nicht sagen, weil ich in den letzten Tagen unterwegs gewesen bin bei meiner Cousine Patty in West Sussex. Sind Sie sich da ganz sicher? Todsicher. Erwiderte die Gefragte prompt. Daraufhin machte sich Littleton einige Notizen und begab sich zum nächsten Nachbarn. Der letzte Nachbar war ein junger, sehr adrett gekleideter Städter namens Henry Smith, der sich hier vor kurzem erst das Landhaus in der Nachbarschaft des Lords gekauft hatte. Guten Tag, was kann ich für Sie tun, meine Herren? Guten Tag, wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen zu Ihrem Nachbarn, Lord Lancashire, stellen. Ja, kein Problem. Sein Hund ist ab und an in meinem Garten gewesen. Aber wenn Sie mich fragen, der Papagei hat mich wesentlich mehr gestört. Wissen Sie, mein Arzt hat mir zu absoluter Ruhe geraten, wegen meines schweren Nervenleidens. Nur deshalb bin ich überhaupt hierher gezogen, um dann Tag ein, Tag aus von diesem elenden Federvieh um den Verstand gebracht zu werden. Naja. Ihre Ruhe haben Sie ja jetzt, stellte Littleton fest. Ah, aber haben Sie da vielleicht noch etwas nachgeholfen? Der junge Mann wurde blass. Nein, so weit würde ich nicht gehen. Außerdem war ich gar nicht da. Ich war auf Anraten meines Arztes für die letzten 2 Wochen zur Kur in Brighton. Übrigens ein sehr schönes Fleckchen. Daraufhin machte sich der Kommissar wieder Notizen und empfahl sich auch bei Smith. Kurze Zeit später saßen sie im Landsitz des Lords bei einem Tee, den Miss Sally für sie zubereitet hatte, und brüteten über ihre Notizen. Was ist hier passiert, Littleton? Wer hat nur das plausibelste Motiv und vielleicht auch die Gelegenheit? Es haben doch immerhin alle behauptet, nicht da gewesen zu sein. War es überhaupt Mord? Knurbelte Watson angestrengt. Ich kann es Ihnen sagen, Watson. Die Sache ist sonnenklar. Wie kommen Sie darauf? Ich sehe hier gar nichts Klares. Es war kein Mord, Watson. Es war ganz eindeutig Selbstmord. Selbstmord? Aber wie konnte sich ein Mensch selbst umbringen, wenn die Mordwaffe gut 4 Meter entfernt war? Immerhin haben wir auch keinen Stock oder einen anderen Selbstauslöser im Zimmer gefunden. Was ist also das Rätsels Lösung? Ganz einfach. Also, Watson, passen Sie auf. Der Lord hatte der Katze, wie wir von Miss Sally wissen, seit circa 4 Wochen eine Schnur an ihr Halsband gebunden. Wahrscheinlich, damit sie sich im Alltag daran gewöhnte. In der Mordnacht stellte der Lord dann die Armbrust selber auf, legte den Pfeil ein, rief seine Katze und befestigte an dem Abzug das andere Ende der Schnur. Dann beruhigte er die Katze mit einer Leckerei, was in diesem Falle die Biskuitkrümel, die wir bei der Armbrust gefunden haben, erklären würde. Aber wie hat er dann die Katze weggelockt? Er setzte sich schließlich in seinen Sessel und pustete langsam die Papiertüte auf. Dann zerplatzte er die Tüte mit seinen Händen und die Katze rannte los und löste somit die Armbrust aus. Das ist ja absolut unfassbar, Littleton. Wie haben Sie das denn wieder rausgefunden? Wissen Sie, mein lieber Watson, ein weiser Mann hat mal gesagt, wenn alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert sind, ist die unlogischste Lösung, wenngleich sie auch unmöglich erscheint, unweigerlich die richtige.